Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen zum Rückblick auf die vergangene Sitzungswoche, eine Haushaltswoche. Und beginnen wir gleich mit dem Haushalt. Ja, angeblich, wenn man dem Finanzminister folgt, hält die Ampelkoalition die Schuldenbremse ein. Wie das funktionieren kann angesichts einer absoluten neuen Rekordverschuldungen und neuen Sondervermögen, merke, immer wenn ein Minus davor steht, ist es ein Sondervermögen. Ja, das bleibt ein großes Geheimnis. Es werden Schattenhaushalte aufgestellt, es gibt den großen Klima- und Transformationsfonds, es gibt die anderen Fonds, wo das Geld auf die Seite gelegt worden ist, insbesondere auch den Fonds mit den 100 Milliarden für die Bundeswehrausstattung, von dem bislang nichts ausgegeben worden ist. Und all diese Sondervermögen, diese Schattenhaushalte, werden natürlich im offiziellen Haushalt, der neue Schulden aufnimmt, noch nicht mehr mitgezählt. Also was der Finanzminister hier präsentiert im Namen der Ampelkoalition, ist eine reine Mogelpackung. Die Bundesregierung lebt weit über ihren Kosten und man wird sehen müssen, wie die Bundesregierung in Zukunft sie, den Steuerzahler, ausplündern wird, um diese Defizite in Zukunft wieder aufbringen zu können. Ein Beispiel ist ja mit der Erbschaftssteuer der FDP ja schon durchgeschlüpft. Ja? Wir erinnern uns, die FDP will das Vererben massiv verteuern. Zu anderen Dingen. Ich hatte eine Rede bezüglich des Umwelthaushaltes und habe mich mit der Moorstrategie der Bundesministerin Lemke auseinandergesetzt. Ja, Frau Lemke will quasi die Größe Sachsens wieder absaufen lassen, wieder versumpfen lassen im wahrsten Sinne des Wortes und aus diesen Äckern, diesen Weideflächen, diesen Wäldern wieder Sumpf- und Moorflächen zu erstellen. Das mag vielleicht gut sein für die Biodiversität, aber dieses Land liefert heute einen wertvollen Beitrag für die Nahrungsmittelsituation und für nachwachsende Rohstoffe. Holz ist nur ein Beispiel davon. Und auf all das müsste man in Zukunft verzichten, in Zeiten einer sich verschärfenden Ernährungskrise. Das ist komplett unverantwortlich. Anscheinend will die Regierung nicht nur in der Energieversorgung, sondern auch in der Landwirtschaft, in der Kulturlandschaft das Rad der Zeit zurückdrehen. Man ist anscheinend der Meinung, man ist in einem unbewohnten Europa, das voller Sümpfe und Moore ist, besser aufgehoben. Diese Sumpfstrategie braucht niemand. Bleiben wir beim Umweltschutz. Wer aufgepasst hat mit den Meldungen der vergangenen Tage, der kommt zu der Überzeugung, dass wir auch immer mehr Wolfssichtungen nahe bei bewohnten Gebieten haben. Der neueste Fall war im Allgäu, ist wieder ein Wolf gesichtet worden, der dort Tiere von der Weide gerissen hat. Und das Ergebnis ist, die Eltern passen auf ihre Kinder auf, lassen ihre Kinder nicht mehr alleine nach Hause. Es laufen mittlerweile weit über 2000 Wölfe in Deutschland rum. Das Umweltministerium weiß gar nicht, wie viel es ist. Das Umweltministerium weigert sich festzulegen, ab welcher Obergrenze denn der sichere Wolfsbestand, der ohnehin schon erreicht ist, denn es gibt von Deutschland bis zum Ural eine durchgehende Wolfspopulation. Niemand braucht diese Wölfe in Deutschland. Aber das Bundesministerium für Umwelt weigert sich auch zu sagen, ab welcher Grenze in Deutschland Schluss sein soll. Die Schweden sind schon einen Schritt weiter. Das riesige Schweden hat diese Grenze bei 300 Tieren festgemacht. Und in Deutschland sind wir schon im vierstelligen Bereich weit. Und die Bundesregierung sagt, kann so weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Im Namen der Weidetierhalter, im Namen der Eltern von Kindern, muss ja ein Schluss gezogen werden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann ein Wolfsrudel, eine einzelne Person irgendwo im Wald überwältigt und ja, fressen wird. Dann weiter beim Energie- und Klimasache. Das Energiesicherungsgesetz wurde schon wieder angepasst. Die Regierung ist stolz darauf, dass sie so viele Gesetze anpasst. Nein, es ist einfach nur das Schludern. Wenn sie gut werden, würden sie einmal ein gutes Gesetz vorlegen, das dann wirkt. Stattdessen muss hier alle paar Monate nachgebessert werden. Und es geht auch nicht mehr darum, einen großen Rechtsrahmen zu schaffen, in dem sich die Unternehmen und die Bürger bewegen können. Es geht nur darum, das gerade aktuelle Problem mit einer gerade neuen Gesetzesänderung zu verändern. Da ist nichts mehr von Langfristigkeit, das ist nur noch Fahnen auf Sicht und es ist Politdilettantismus, nennen wir es genauso. Also kurz im Änderung des Energiesicherungsgesetzes, es geht darum, die Enteignung von mobilen Dingen zu vereinfachen. Konkret geht es darum, die Röhren, die noch von 1902 noch übrig sind und rumliegen, die sollen enteignet werden und für den Bau des Gasanschlusses des LNG-Terminals in Lubmin verwendet zu werden, weil man wohl selber keine Röhren bekommen hat, wie man im Ausschuss ganz offen zugibt. Ja, was für eine vorausschauende Art und Weise soll das sein? Und ich habe ein großes Misstrauen gegenüber einem Staat, der von der Außergewöhnlichkeit von Enteignungen sie quasi zur Regel macht und links und rechts einfach anfängt, Sachen zu enteignen, nur weil seine vorausschauende Politik nicht existiert hat und die einfach auf die Schnelle zum Lösen von Problemen links und rechts enteignet und auf diese Art und Weise natürlich viel, viel mehr neue Probleme schafft. So ein Staat verspielt das Vertrauen, das die Bürger in die Führung durch diese Politik haben. Denn sie können sich ihres Eigentums nicht mehr gewiss sein. Und das ist der komplett falsche Weg für die Politik. Die Ampel trägt hiermit zu einem Vertrauensverlust der Regierung bei den Bürgern maßgeblich bei. Einem Thema, das schon ein bisschen älter ist, ich will es aber auf jeden Fall noch angesprochen haben. Im Rahmen des G20-Gipfels auf Bali wurde auch der sogenannte globale Impfnachweis geführt. Das heißt, vergessen Sie es, dass Sie zum Reisen auf der Welt nur ein Ticket, einen Pass und ein Visum brauchen. Nein, in Zukunft brauchen Sie auch
einen Nachweis, dass ja, sie sich, was auch immer gerade in Mode ist, in den Oberarm haben jagen lassen. Ob es gut oder schlecht ist, egal. Hauptsache, sie können nachweisen, dass sie der Impfmode der gerade aktuellen Regierung gefolgt sind. Ob es wirkt oder nicht, vollkommen egal. Nur dieses Dokument wird als verpflichtend für die Reisetätigkeit in Zukunft eingeführt. Ganz klare Position der AfD, das braucht es nicht. Für die Frage, ob ich verreisen darf, reicht es, ein Visum zu stellen, einen Pass zu besitzen, der meine Identität eindeutig festlegt, und dann brauche ich nur noch ein Ticket kaufen. Das muss ausreichen. Zum Thema Bürgergeld, es wurde jetzt verabschiedet. Der faule Kompromiss der Union, man muss es ganz ehrlich sagen, die Union hat sich nur ein bisschen aufgespielt im Bundesrat, um ein bisschen was eigentlich zu verhindern. Ja, man hat sich im Vermittlungsausschuss dann eigentlich sofort schon geeinigt. Die Einigung lag bereits in den Medien vor, bevor der Vermittlungsausschuss zur Tagung zusammengekommen ist. Das ist am Ende nur noch eine Farce gewesen. Hier wäre auch es wichtig gewesen, von der Opposition ein ganz klares Nein zu sagen gegen diese Art von Bürgergeld. Es kann nicht sein, dass Sozialleistungen bedingungslos verschenkt werden, dass man sämtliche Anreize wegnimmt und die Leute dazu animiert, nichts zu tun, sondern nur noch Empfänger von sozialen und Transferleistungen des Staates zu sein. Wer soll am Ende vom Tag den Kühlschrank der Republik voll machen, damit andere wieder rausnehmen können? Jeder wird sehen, es ist nicht nötig, hier noch zu arbeiten. Jeder kann sich einrichten im Bürgergeld mit Unterstützung, vielleicht ein bisschen Schwarzarbeit und was weiß ich. Das ist komplett die falschen Anreize, die der Regierungsgesetzentwurf mit der Unterstützung der Union jetzt setzt. Das ist nicht hinnehmbar. Bleiben wir bei nicht hinnehmbaren Dingen. Haben Sie es nicht eigentlich auch satt am Flughafen, dass Sie komplett gefilzt und untersucht werden und man alles wegnimmt und alles muss in so kleinen Fläschchen verpackt werden? Ja, egal, nehmen Sie eine Drahtschere mit, das nächste Mal gehen Sie durch den Zaun, wie die Klimaterroristen das gemacht haben gestern am Flughafen Berlin-Brandenburg. Anscheinend hat das niemanden interessiert. Es muss wohl eine Viertelstunde gedauert sein, bis der erste Polizist aufgetaucht ist. So viel zur Sicherheit an unseren Flughäfen. Ich fühle mich gleich viel sicher, wenn ich in ein Flugzeug steige. Und Hauptsache, ich muss alles in diesen kleinen Fläschchen verstauen und muss den Gürtel ausziehen und die Schuhe an der Sicherheitskontrolle. Was für ein Blödsinn. Hier liegt komplettes Versagen vor. Nicht nur, dass diese Terroristen bestraft gehören, es müssen auch die Verantwortlichen des Flughafens hier ihren Hut nehmen dafür, dass dieser Missbrauch überhaupt möglich war. Wo ist denn da die Sicherheit? Es hätten auch Terroristen mit Bomben sein können oder anderen Dingen. Es ist absurd, wie sich der Staat hier vorführen lässt von einer Gruppe von hysterischen Weltuntergangsterroristen. Und zu guter Letzt, es ist Fußball-WM, also berichten wir über die wirklich wichtigen Dinge. Der Fußball wird ja zudem politisiert. Berichten wir über das Wichtigste. Die iranische Fußballmannschaft hat ihre eigene Hymne nicht mitgesungen. Sie haben damit nicht dem Gastgeber vor Schema getreten. Sie haben unter Inkaufnahme eines eigenen persönlichen Risikos haben sie das Mullah-Regime im Iran selbst kritisiert damit. Und dafür gebührt ihnen höchster Respekt, dass sie das getan haben. Ansonsten wüsste ich nicht, was es davon zu berichten gibt. Das war's für diese Woche vom Haushalt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nur sagen kann, dass mit Ihnen Geld wieder Schindler getrieben wird. Würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen bessere Nachrichten geben könnte. Es ist leider nicht so. Aber wir sehen uns nächste Woche hier mit der vorletzten Sitzungswoche aus Berlin. Vielen Dank und auf Wiedersehen.